Guten Tag, Herr Dr. Schleiden. Schön, dass Sie hierher gekommen sind. Sie sind ja anerkanntermaßen ein Kenner der Saarbrücker Historie. Und so finde ich sehr schön, dass wir uns hier heute treffen. Und zwar in einem der letzten Cafés in Saarbrücken. Früher war es ja in Saarbrücken, war es ja richtig eine Kaffeekultur. Und Ausgang ist natürlich für uns das Café Kiefer. Das ist da, wo in der Viktoriastraße die Fassade, die Jugendstilfassade von dem sogenannten Walters Eck jetzt gefallen ist. Und das Saarbrücker Bürgerforum hat da ja sehr viel getan, um diese Fassade zu erhalten. Leider vergeblich. Aber uns interessiert halt, welche Geschichte steckt eigentlich hinter all dem? Das Café Kiefer hat natürlich einen sehr kleinen Anfang gehabt. Zunächst war der Kiefer ein Bäcker. Der hatte sich an der Ecke Bahnhofstraße, Reichsstraße niedergelassen und betrieb dort eine Bäckerei und hat dann diese Bäckerei ausgedehnt in einen Kaffeeausschank mit Kuchen. Und da, weil das gut gelaufen ist, wurde diese Bäckerei, das Café Kiefer, immer größer und hat sich in Richtung Bahnhof etwas ausgedehnt. Dann war dieses Haus in zweistöckig, ähnlich wie die Bebauung der Bahnhofstraße im 19. Jahrhundert. Und als die Raumprobleme größer wurden, hat man in den Anfang der 20er Jahre dieses Haus aufgestockt, verputzt, sodass es wie ein Haus der 20er Jahre aussah. Außerdem hat das Café sich nach hinten ausgedehnt in Richtung Viktoriastraße, sodass eine Verbindung zwischen der Reichsstraße und der Viktoriastraße hergestellt wurde. Und man hat an der Stelle, wo das Café Kiefer in die Viktoriastraße sich erstreckt hat, einen Neubau gemacht. Und zwar einen Neubau im Stil der damaligen Zeit. Vorher, das war das übliche Saarbrücker Biedermeier Architektur. Und dann hat man etwas Besonderes gemacht auf dieser Seite der Viktoriastraße, hat den Architekten Burgemeister, der bereits in zweiter Generation in Saarbrücken Bauten errichtet hat. Er war einer der renommiertesten Jugendstilarchitekten. Der hat also dann diesen Neubau in der Viktoriastraße errichtet mit sehr schönen figürlichen Darstellungen und mit großartigen, großzügigen Fensterfronten. Denn für das Café brauchte man ja auch etwas Licht, denn die Räume nach vorne zu waren etwas kleinlich. Und das Café war ja nicht nur ein Café zum Kaffee trinken und Kuchen essen, sondern es war ein Konzertcafé und ein Tanzcafé. Und als solches weit über Saarbrücken hinaus bekannt und vor allen Dingen bei der Jugend beliebt, um die Erkenntnisse der Tanzstunde in die Praxis umzusetzen. Ja, hier war kürzlich ein Bild in der Zeitung abgebildet. Hier ist das Tanzcafé, vielleicht kann man das mal zeigen. Und da sind diese, wie Sie gesagt haben, diese Fensterfronten, diese großzügigen. Und das kann man auf der anderen Seite, sieht man das. Wir haben hier von dieser Fassade hatten wir Fotos gemacht, bevor sie abgerissen wurde. Diese schöne Fassade steht eben nicht mehr. Und das sind wohl diese Fenster, die man gebaut hat, um diese Großzügigkeit dieses Tanzsaales herzustellen. Und dieser Tanzsaal, dieses Innere wurde mehrfach renoviert und immer luxuriöser ausgestattet. Aha. Also es war eines der schönsten und großzügigsten Cafés in Saarbrücken. Während die anderen Cafés wetteifert haben mit der Qualität ihrer Konditorwaren, so hat Kiefer eben mit dem Raum gepunktet. Ah ja.
Es gab ja in Saarbrücken, im Höhepunkt der Konditoreikultur, der Kaffeekultur, gab es ja mindestens 15 renommierte Cafés, die, man kann nicht fast sagen, eines so gut war wie das andere, aber manche waren noch ein bisschen besser. Ja. Sie sind ja selbst Herausgeber von einigen Büchern. Saarbrücken, so wie es war, da gibt es ja mehrere Bände. Und da ist in einem, ist also ganz interessant, das ist so ein altes Foto, da ist das Café Kiefer. Das ist die Bahnhofstraße. Heute würde man sie nicht wiedererkennen. Sieht man das? Gut. Ja, hier ist noch ein Buch. Natürlich auch von Ihnen mit herausgegeben. Da ist das Haus noch zweistöckig, so wie es ursprünglich war. Bei dem oberen Bild, das ist das älteste Bild, ist leider sehr schlecht zu erkennen. Und die Straße war schon von vornherein als eine Alleestraße geplant, zunächst vor der Bebauung. Und diese Bäume wurden dann so groß und sie waren auch nah an den Häusern, dass die Bäume die Bewohner und die Besucher dieser Häuser gestört haben. Dann hat man die Bäume abgesägt, aber vorsorglich schon eine neue Reihe gepflanzt, die dann später genau die Größe hatten wie die vorigen, aber etwas weiter von den Hauswänden entfernt war. Also ich habe alte Fotos gesehen, da war diese Reichsstraße vom Bahnhof runter, das war ja richtig eine hochherrschaftliche Straße. Also damit konnte Saarbrücken wirklich punkten. Ne? Der Bahnhof war früher die Begegnung der großen Welt, im Gegensatz zu heute, wo es also nicht mehr die große Welt sich dort trifft. Ja. So ist das Café Kiefer Geschichte, die schöne Jugendstilfassade ist Geschichte. Alles wird zerstört, was nicht im Krieg zerstört wurde, wie das Café Kiefer. Da gibt es ja auch Aufnahmen, das ist ja im Krieg zerstört worden. Vor allem vorne der große Saal. Ja, die. Und der Rest wird jetzt zerstört. Ja. Oder ist zerstört worden. Ja, es ist ja nach dem Krieg mehr zerstört worden an historischer Bausubstanz als im Krieg. Ja. Überhaupt nicht vermittelbar, da waren also so die, eine Stadt die, so die, mit seinen Kulturgütern die, umgehen kann. Die Baudirektoren haben da gewütet. Ja. Manchmal in Verbindung mit Unternehmensgesellschaften. Ja. Das ist ja vieles zum Opfer gefallen. Der Neumarkt, Heloisenanlage. Es ist unglaublich, was da alles passiert.